Laden wird sowas von cool. Oh ja, Kleider, ich glaube auch, wir sind gleich schon fertig und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und Freunde, ihr seht es, wir bauen hier gerade unseren eigenen Spielzeugladen in unserer Stadt, Freunde. Oh ja, und in diesem Spielzeugladen werden wir Spielzeuge verkaufen. Ja, hört sich ganz logisch eigentlich an. Aber dafür fehlen noch einige Sachen, Freunde. Wir haben noch einiges zu tun. Ich würde sagen, Santino, ab auf die Arbeit. Ich bin schon am Arbeiten, haha. Du stehst einfach rum. Oh ja, tut mir leid, ich helfe dir schon, Papa. Oh ja, Kleider. Ja, Santi, okay. Dann bau du schon mal oben alles fertig. Und oh, ich bin so aufgeregt auf unseren Spielzeugladen. Ich auch, Santine, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen mal hier sofort in die Kiste rein. Und oh ja, wir holen schon mal alles Mögliche raus, was wir brauchen. So einmal auf die Leiter hochklettern. So boing, boing. Perfekt. Und dann würde ich sagen, beenden wir doch hier ganz, ganz schnell so das Dach. So perfekt, Freunde. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Alles gut, Santine. Wir machen das doch schon, Freunde. Wir sind hier Profis. Santex, der Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Natürlich können wir schaffen, Freunde. Natürlich. So, hier draußen ist erstmal alles fertig. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wieder ab nach unten. So, dann machen wir hier noch so ein paar Teile hin. Perfektomatico. Oh Mann, ich bin so, so gespannt, wie unser Spielzeugladen laufen wird. Ja, das wird ein Riesenerfolg, glaube ich. Es werden super viele Leute einkaufen. Oh ja, Santine, ich hoffe auch so, Freunde. Wir holen uns hier alles Mögliche noch aus der Kiste raus. Was haben wir hier so? Zack, zack, zack. Die ganze Inneneinrichtung. Santino, Kleiner, möchtest du mir ein bisschen helfen? Nein. Wie nein? Nein, ich möchte dir nicht helfen. Okay, Kleiner, dann mache ich das ja alleine. Ich kaufe später ganz viele Spielzeuge. Nein, 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 Kleiner, das geht nicht. Du kannst doch nicht unsere Spielzeuge kaufen. Das ist unser Spielzeugladen hier. So, Freunde, dann machen wir hier so eine kleine Kasse hin. So, perfekt. Oh Mann, ich bin total aufgeregt, Freunde. Ich hoffe, das wird wirklich hier klappen, unser Spielzeugladen. Und so eine Uhr noch aufhängen. Und jetzt kommen wir schon zu den Spielzeugen. Papa, ich möchte dir helfen. Jetzt auf einmal oder wie? Ja, kommt rein. Okay, komm, lass uns mal die Spielzeuge anschauen. Oh ja, Santino, wir schauen uns mal um. Was haben wir hier alles? Oh ja, Freunde, so, so viele Spielzeuge hier, die wir heute am heutigen Tage verkaufen werden. Das wird total cool. Die Kiste stellen wir sofort an die Seite. Los, schneller, Papa, los, arbeite. Hey, Kleiner, benimm dich mal ein bisschen. Ey, das kann ja nicht sein. Ich mach ja schon schnell. So, Freunde, was haben wir hier? Wir haben so ein Spielzeugauto. Wir haben hier einen Toureur, einen Elefanten. Was ist das denn hier? Ein Nilpferd oder wie? Okay, okay, okay. Oh, nochmal ein Nilpferd, Freunde. Ein Monopoly, Pikachu. Wir haben hier ganz, ganz viele. Oh Gott, einen fetten Uhu. Oder was ist denn das für ein Tier, Freunde? Dann haben wir hier noch so ein kleines Kaninchen. So perfekt. Und dann haben wir hier noch so Spielzeuge. Und sehr, sehr gut, Freunde. Das hier ist wirklich unser Spielzeugladen. Der gefällt mir richtig gut. Und das sind hier unsere Spielzeuge. Dann können wir sofort anfangen, okay. Genau, Santino. Ich würde sagen, du kannst schon mal hinter die Kasse gehen. Du machst das so ein Santino. Ja, was soll ich machen? Also, irgendwie haben wir eigentlich gar nichts zu tun für dich. Du kannst die Uhrzeit lesen die ganze Zeit, okay? Und immer sagen, wie viel Uhr es ist. Ei, ei, Chef. Wir haben 2 Uhr. Perfekt, Freund. Dann würde ich sagen... Wir haben 2:01. Okay, Santino, du musst jetzt nicht jede Minute die Uhrzeit sagen. Okay, geh du, weißt du was, komm. Du hilfst auch Mama ein bisschen bei der Kasse. Dann würde ich sagen, Freunde, so die Kisten stellen wir hier draußen ab. Wir sind jetzt fertig mit unserem Spielzeugladen. Hey, Papa, komm mal rein. Was ist das hier für ein Spielzeug? Kleider, was meinst du? Man sieht dich gar nicht. Hey, hör auf mich auszulachen. Warte mal, Freunde, und was ist das denn hier für ein Spielzeug? Santino, das habe ich aber nicht davor gesehen. Freunde, das ist doch Siren Head. Das ist doch ein Spielzeug von Siren Head, Freund. Oh Mann, aber sollen wir den auch verkaufen? Nein, auf keinen Fall. Du musst ihn sofort hier rausholen. Ach, Santino, mach dir keine Sorge. Ich glaube, oh ja, der sieht total gruselig aus, Freunde. Das hier ist Siren Head Spielzeug. Ich glaube, das ist eine total klasse Idee. Und vielleicht können wir damit ein bisschen unseren Spielzeugladen noch besser machen oder so. Weißt du, und den vielleicht verkaufen für richtig viel Geld. Santi, das ist viel zu gefährlich. Der muss hier raus. Du weißt, er ist ganz böse. Ach, Santino, mach dir doch keine Sorgen. Das ist doch nur ein Spielzeug. Genau, Mama, mach dir keine Sorgen. Das ist doch nur Siren Head. Oh ja, Kleider. Hallo. Hallo, kann man hier mal ein paar Spielzeuge kaufen? Ja, natürlich. Oh, Sie sind der erste Kunde hier. Okay, perfekt. Ich bräuchte ein super schönes Spielzeug für meinen kleinen Jungen. Ah, für Ihren kleinen Sohn. Ich verstehe schon. Ja, schauen Sie sich hier gerne ein bisschen um. Was wollen Sie denn kaufen? Hey, warte, soll ich Sie beraten?
Warte. Okay, komm, Santino. Du kannst den Kleinen ein bisschen hier so beraten, hier. Okay, schauen Sie sich einmal um, du alter Knacker. Hey, du musst nett zu den Kunden sein. Okay, tut mir leid. Opi, schauen Sie sich mal um. Wir haben hier Frösche, wir haben hier Kuscheltiere, aber wir haben auch so eine Konsole zum Spielen. Eine Konsole? Ich würde gerne so ein Spielzeug haben. Ein Spielzeug, okay. Geht es ein bisschen genauer? Also ein Spielzeug zum Spielen. Aha, ich verstehe schon, Freunde. Naja, was haben wir denn hier? Schauen Sie sich mal um. Wie sieht's auch mit dieser fetten Eule hier? Die sieht ja lustig aus, aber nein, nein, nein. Ich brauche ein cooles Spielzeug. Was ist das denn da in der Ecke? Also das hier ist unser neues, brandneues Spielzeug. Santi, auf damit. Du darfst das nicht verkaufen. Hey, Santino, lass das mein Problem sein. Das hier ist unser nagelneues Spielzeug, Siren Head. Wow, der sieht ja krass aus. Oh ja, Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Denkst du, dieses Spielzeug ist lieb? Also das denke ich. Oder denkst du, dieses Spielzeug ist vielleicht böse, wie Santino denkt? Schreib das gerne in die Kommentare. Und wenn du willst, dass wir Siren Head als Spielzeug jetzt verkaufen, dann lass mir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alle jetzt vielleicht das Video liken, Freunde. Dann werden wir reich, wenn wir dieses Spielzeug verkaufen. Oh ja, das würde mich super doll unterstützen. Ich warte, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt liken. Okay, perfekt. Ja, ich glaube, was kann der denn eigentlich so alles? Also mit dem Spielzeug kann man alles Mögliche machen. Hier, ich schnapp mir den mal ganz kurz, Freunde. Das hier ist einfach Siren Head als Spielzeug. Oh, oh Gott, oh Gott. Schauen Sie sich das gerne um. Das ist so ein kleines Monster mit so zwei Lautsprechern. Und ja, das ist ein schöner Roboter. Wollen Sie den kaufen? Ja, kommen Sie, kaufen Sie den. Okay, wie viel kostet denn der ganze Spaß? Also ich würde sagen... 1000 Gold! Was, 1000 Gold? Okay, das ist aber teuer, aber kein Problem. Hier, bitteschön. Was? Oh mein Gott, wir sind reich. Okay, dankeschön und viel Spaß mit Ihrem Spielzeug. Ja, dankeschön. Oh, komm her, wie heißt der nochmal? Knochenknacker? Der heißt Siren Head. Wie kommen Sie auf Knochenknacker? Okay, dankeschön. Oh, Siren Head, das ist jetzt mein Spielzeug. Oh, schaut euch das mal an. So ein klasse Spielzeug. Das kann dem schenke ich meinem Sohn. Ich kann es kaum abwarten. ich brauche eine kleine Pause. Siren Head, Luke, lass uns ein bisschen Spaß haben zusammen. Und hey, du Idiot, bleib mal hier bei mir. Ich hab dich gekauft, was bewegst du dich hier rum? Ja, du bist meiner. Siren Head, komm, jetzt tanzen ein bisschen. Tanzen, tanzen. Oh, mein Knochen knackt. Ich kann ja gar nicht tanzen. Und hey, das ist ja ein verrücktes Spielzeug. So, du bleibst bei mir. Du bist jetzt mein Spielzeug, Siren Head. Das ist so ein tolles Spielzeug, ja. Hey, der hat die ganze Nacht von mir. Mann, mir reicht es jetzt. Wir sind reich, Kleiner. Ja, high five, Papa. Wir haben Siren Head verkauft. Wir haben so viel Gold. Wir sind reich. Oh ja, Freunde, wir haben es geschafft. High five. Ich mach den Popo-Tanz, der mein Popo der ist immer ganz. Oh ja, Kleiner. Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Das kann nicht sein. Wieso habt ihr ihn verkauft? Wer weiß, was noch alles passiert. Ach, Santino, mach dir nichts draus. Wir sind sowas von reich, Freunde. Wir haben Siren Head für so viel Gold gerade verkauft. Ha, wir können den Laden eigentlich direkt schön schließen. Ha, wir haben so viel Gold schon bekommen. Ja, wuhu. Und kannst du mir jetzt noch ein paar Spielzeuge schenken? Ich brauche ein paar Spielzeuge noch. Hey, Kleiner, komm, hol dir alles Mögliche, was du willst. Gar kein Problem. Und hey, warte mal, mein Handy klingelt. Ich gehe mal ganz kurz dran und hallo. Und, warte mal. Hey, wer ist da? Ist das der alte Opi? Ich weiß nicht, also irgendwie... Santi, was sind das für Geräusche? Das sind die Geräusche von Siren Head. Oh nein, ich wusste, irgendwas ist da faul. Hallo, Siren Head? Siren Head. Oh nein. Hey, Kleiner, irgendwas ist da ganz, ganz faul. Wir müssen sofort nachschauen gehen. Oh, Kleiner, bleib du hier. Genau, ich glaube, hör mal auf deine Mutter, Kleiner. Irgendwas ist da ganz, ganz faul gelaufen, Freunde. Wir müssen ganz, ganz schnell... Warte, Zugebung, warte mal, was ist denn mit dem Opa passiert? Oh nein, hallo? Hallo, was haben Sie mir für ein Spielzeug verkauft? Warte mal, was ist mit Ihnen passiert? Das Spielzeug ist lebendig geworden und ist aufgestanden. Rennt weg! Hallo, was meinen Sie? Stehen Sie auf? Oh nein, irgendwas ist hier ganz, ganz faul. Siren Head hat dich bekommen. Ah, warte mal, was ist denn jetzt los?
Oh, Sirene, bleib stehen, du das Tier. Oh nein, oh nein, Sentine bleibt im Laden, keinen Schritt näher. Freunde, was ist passiert? Oh nein, das war also der echte Siren Head und er hat sich vom Spielzeug in den echten verwandelt. Oh nein, was habe ich getan, Freunde? Ganz, ganz schnell, wir holen hier alles Mögliche rauf, wir müssen uns hier mit den Waffen ausrüsten. Siren Head, verstehe ich nicht, kein kommt hier. Oh nein, Freunde, jetzt wird es ernst. Wir müssen für unsere Fehler gerade stehen. Sentine hatte die ganze Zeit recht. Oh nein, Siren Head ist lebendig geworden. Was? Nein, du musst ihn besiegen, Senti. Oh nein, es tut mir leid. Ihr bleibt hier, okay? Und ihr versteckt euch. Keiner rührt sich aus dem Spielzeugladen raus. Ah, da bist du. Na, wo bist du denn, der liebste Siren Head? Bringt euch alle. Oh nein, Freunde. Lass den armen Opa in Ruhe. Was hast du ihm nur angetan? Du böses, hässliche Monster. Freunde, ganz, ganz schnell. Wir laden die Waffe nach. Wir werden niemals eine Chance haben, ihn zu besiegen. Das war wirklich ein total dummer Fehler von uns, Freunde. Wir haben einfach Siren Head an diesen Opa verkauft. Und das war die ganze Zeit der echte. Siren Head, ein Spielzeug gejagt. Mein Plan ist aufgegangen und du bist der Nächste. Niemals, niemals, Freunde. Wir können nicht der Nächste sein. Papa, oh nein, du schaffst das. Los, Papa. Keine Sorge, Kleiner. Ich, oh mein Gott, werde ihn besiegen. Aber Freunde, er ist wirklich sowas von stark. Ich weiß nicht, ob wir jemals eine Chance gegen ihn haben werden. Wir laden schnell die Waffe nach. Keiner schießt auf mich, du wirst Rache bekommen. Du wirst sehen, was davon aus dem kleinen Mensch. Und, oh mein Gott, Freunde, wir haben es wirklich geschafft, Freunde. Da liegt er. Ich glaube, weil er in unseren Pool gefallen ist, haben wir ihn besiegt. Weil, Freunde, er hat ja diese Lautsprecher als Kopfhörer. Und sein elektrischer Strom und alles, was elektrisch ist, Freunde, geht in Wasser kaputt. Und somit haben wir es tatsächlich geschafft, oh mein Gott, Siren zu besiegen. Das war wirklich total knapp. Und oh nein. Aber der Opa, Freunde, ist leider vor uns gegangen. Und das ist alles nur meine Schuld gewesen. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich mache nur ein kleines Nickerchen hier. Okay, tut mir leid. Dann gute Nacht, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe den bösen Siren Head besiegt. Siren Head, was redest du da? Wer bist du überhaupt? Oh Gott, Freunde. Der kann sich echt an gar nichts mehr erinnern. Aber, Freunde, das Wichtigste ist, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben Siren Head wirklich besiegt. Und ich verspreche euch eins, Freunde. Ich werde Siren Head nie wieder als Spielzeug verkaufen. Das war ein spannender Kampf, aber wir haben es zum Glück geschafft. Und ich hoffe, wir sind nicht endgültig los. Oh ja, Sentine, ich auch. Aber dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss. Tschüss, Freunde.